Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei neulichimgarten.de/blog. Der neue Garten ist jetzt ein Jahr alt. Das ganze Gras, was da drin war, das habe ich ist ja untergepflügt, das ist jetzt weg. Also ich habe jetzt eine halbwegs homogene Fläche und da ist es mit Sicherheit interessant mal zu wissen, mit was ich da eigentlich arbeite. Also eine Bodenuntersuchung muss her. So, wie die Bauern das machen, habe ich in einem vorherigen Film gezeigt. Ich habe nochmal nachgefragt, es gibt tatsächlich eine an derselben Stelle für Hobbygärtner, wie ich einer bin. Und das möchte ich heute mal machen und mal sagen, mal erklären, was da wichtig bei ist. Also, da gibt es hier so ein Blatt bei, da wird beschrieben, wie es gemacht wird. Und das lese ich einfach mal vor. Analysewerte können nur bei ordnungsgemäßer Probenentnahme aussagekräftig sein, ist klar. So, der Zeitpunkt für eine Bodenuntersuchung, Herbst bis Frühjahr oder nach der Ernte. Jedoch nicht unmittelbar nach einer Düngung, ist klar. Und alle bis 2 bis 3 Jahre wiederholen. Das sollte einem wert sein. Was braucht man dafür? Spaten, Löffel oder Eimer, saubere Plastikbeutel, Aufkleber, wasserfester Stift zum Beschriften. Gut, ich habe hier direkt so ein Tütchen dabei bekommen. Mache ich mir das Ganze ein bisschen einfacher. So, die Vorgehensweise. Pro Fläche jeweils 10 bis 15 Einzelproben nehmen, kreuz und quer von einer Ecke zur anderen. Gut, ich habe ein kleines Gärtchen, das war eine Fläche, ich weiß, was da gestanden hat, ich nehme das an einer Stelle, da zeige ich aber gleich auch. Einzelproben im Eimer sammeln und zu einer Probe vermischen. Verschieden genutzte Flächen getrennt beproben. Gemüse, Beeterde nicht mit Rasen oder Ziergehölzen mischen. Gemeinsam beprobt werden können Flächen, auf denen Pflanzen mit gleichem Standort und Nährstoffansprüchen stehen. Moorbeetpflanzen wie Rhododendren, Heide, Ginster oder ähnliches, Gemüsearten, Obst- und Laubbäume, Rasen, Stauden und Sträucher. So, bei Gemüse und ähnlichem mehr. Mit dem Spaten auf gewünschte Tiefe in den Boden einstechen, Erdscholle ausheben. Im Erdloch mit dem Löffel an der geraden Schnittfläche von unten nach oben gleichmäßig viel Erde abschaben oder Erde vom Spatenaushub gleichmäßig von unten nach oben abnehmen. Ich zeige das gleich. Bei Rasen, wen das interessiert, Spaten 10 cm tief einstechen und vor und zurück bewegen. Aus dem entstandenen Spalt mit Esslöffel Erde von unten aus 10 cm Tiefe bis nach oben abschaben. Spalt mit dem Fuß wieder zutreten und schließen. So, die Tiefe, mit der man das machen sollte, bei Rasen 0 bis 10 cm, bei Gemüse 0 bis 30 cm, das gleiche gilt für Beerenobst und bei Bäumen von 0 bis 30 und 30 bis 60 cm, sollte man wahrscheinlich zweimal machen. Die Menge, die an 10 bis 15 Stellen gesammelte Erde gut vermischen und in ca. 300 bis 500 Gramm davon in einen Plastikbeutel füllen. So, so macht man das. Ich gebe mich mal dran. Also genommen werden soll die Bodenprobe auf der gesamten Grube, also ungefähr einen Spaten tief. So, hebe ich dann mal ein Loch aus. So. Und dann habe ich hier eine schöne Angriffsfläche. So. Und davon kratze ich jetzt in der Mitte das raus, was ich brauche. Ich meine, wenn die Laufenden mir noch was übrig lassen. Kaum komme ich nämlich an, sind sie auch da. So, ich nehme da einfach hier in der Mitte über die gesamte Länge was raus. So, das Tütchen ist voll. Bisschen zusammenstauchen. Und ab geht's zur Untersuchung. So, Tütchen ist voll. Ich hoffe, ich habe das halbwegs anschaulich erklärt. Ist mit Sicherheit eine Sache, die man machen sollte. Ach, die ganze Sache, was das noch kostet. Da habe ich irgendwo noch einen Zettel hier. Und worauf ich untersuchen lasse, ist vielleicht noch wichtig. Eine Standarduntersuchung lasse ich machen. Und zwar pH-Wert, pflanzenverfügbarer Phosphor, Kalium, Magnesium und eine Düngeempfehlung und leicht löslicher Stickstoff im Frühjahr sinnvoll. Also das sind wir jetzt. So, und ich lasse auch gleichzeitig noch den Humusgehalt testen, weil das ist ja Sinn und Zweck jeder hobbygärtnerischen Tätigkeit. Ich könnte auch noch den Salzgehalt messen, Spurenelemente, Kupfer, Zink, Bor, Mangan, Schwermetalle, Cadmium, Blei,
Cadmium, Blei, Kupfer, Zink, das wäre vielleicht mal eine interessante Sache, weil Schwermetalle sind eine ziemlich giftige Angelegenheit und wer weiß, was hier früher passiert ist. Ich habe mir jetzt mal erklären lassen von den Nachbarn, das ist eigentlich immer Gartenland gewesen oder Wiese, aber man weiß es ja nicht. Und Rückstandsuntersuchung, Herbizide, Insektizide und Fungizide und Keimtest kann man machen lassen. Ist natürlich alles nicht billig. Also die Variante, die ich jetzt gewählt habe, kostet 23,20 und 18. Also etwas mehr als 40 Euro. Richtig teuer wird man dann, wenn man die Schwermetalle untersuchen lassen will. 54 Euro zusätzlich. Also nicht ganz preiswert, aber vielleicht eine Investition, die sich lohnt. Wer mehr wissen will, neulich im Garten.de/Blog oder YouTube-Kanal RR Hase. Lauter solche Sachen von mir. Selbstversorgergarten, Hühner, Enten. Gänse, man hört sie ja im Hintergrund, nicht Gänse, Enten, Bienen, alles was dazugehört. So, bis dann, tschüss.